Eisgekühlt, bunt und fruchtig bis sahnig. Der Geschmack von Eistradition im Handwerk ist Inhalt der aktuellen Ausgabe von HWK TV, die sich einem Thema widmet, das in jeder Jahreszeit schmeckt: der handwerklichen Eisherstellung in einer Konditorei. Hier ist alles unter einem Dach zu Hause. Die Backöfen produzieren ihr täglich Brot bei über 200 Grad Hitze, während wenige Meter weiter die Kälteanlagen der Eisherstellung bei frostigen minus 20 Grad für frisches Speiseeis sorgen. Die Bäckerei und Konditorei Meurer fertigt seit über 60 Jahren als Familienbetrieb Backwaren, Kuchen, Teilchen oder eben auch Speiseeis in Meisterqualität. Ihre vier Filialen sind über Ransbach-Baumbach auch in Höckrenzhausen und Ruppach-Goldhausen vertreten und waren stets in familiärer Hand. Schon der Großvater des derzeitigen Chefs Jens Meurer in Ransbach-Baumbach war als Bäckermeister tätig. Ja, der Betrieb wurde nach dem Krieg praktisch 1949 von meinem Großvater gegründet an dem jetzigen Standort und in den 70er Jahren von meinen Eltern praktisch übernommen und 2010 von meinem Bruder und mir praktisch weitergeführt. Vom reichhaltigen Sortiment des Westerwälder Betriebes profitieren nicht nur die Bewohner, sondern auch Gaststätten, Hotels und Kunden, die sich zu ganz verschiedenen feierlichen Anlässen von den Produkten aus Backstube und Konditorei verwöhnen lassen. Der Tagesablauf eines Bäckers ist dabei alles andere als ein Zuckerschlecken, was nur durch die Unterstützung aller Mitarbeiter und der Familienmitglieder gemeistert werden kann. Ich stehe so je nach Wochentag zwischen 2 und 3 Uhr auf in der Nacht und dann verteilen wir die Ware auf die Läden. Und wir sind eigentlich mit der ganzen Familie auch täglich dabei in der Produktion, im Verkauf und dann gegen Mittag sind wir etwa durch mit der Produktion. Dann lege ich mich so 2-3 Stunden hin. Und gegen Abend habe ich in der Regel noch was im Büro zu tun oder in den Läden. Ja, bis dann so um 8 Uhr Feierabend ist. Dabei ist die Eisherstellung ein Teil seiner Arbeit, die auch viel Aufwand und Liebe zum Detail bedeutet. Zunächst beginnt alles mit den rein natürlichen Grundzutaten. Die Grundzutaten, die werden am Vortag praktisch angesetzt und pasteurisiert. Das heißt, die werden auf 86 Grad erhitzt und dann wieder auf 4 Grad runtergekühlt. Und dann kommt das Wichtigste, dann folgt eine Reifezeit von mindestens 6 Stunden. Da entwickelt sich praktisch der Geschmack von den einzelnen Zutaten. Und am nächsten Tag wird dann der Eismix oder die Basis, sagen wir, gefroren in der Maschine. 20 verschiedene Eissorten bietet die Bäckerei und Konditorei Meurer je nach Laden und Jahreszeit ihren Kunden an. Darunter im Café auf dem Marktplatz in Ransbach-Baumbach. Hier gibt es gängige Sorten wie Schokolade und Vanille, aber auch saisonale Geschmacksrichtungen wie Latte Macchiato oder Mango. Die Lieblingseissorte des Juniorchefs ist hierbei Stracciatella. Und auch die Frage, warum er bei der Produktion ausschließlich das traditionelle Verfahren anwendet, kann Jens Meurer eindeutig beantworten. In der heutigen Zeit gibt es für alles irgendeinen Fertigmix, den man anrühren kann, ne? Nur wir machen es halt traditionell, wie ich eben schon gesagt habe. Wir pasteurisieren die Grundzutaten selbst und frieren sie dann anschließend, ne? Und wir verwenden natürlich natürliche Zutaten und ich denke, das schmeckt man. Die Nachfrage an den frischen und leckeren Produkten der Meurers ist hoch und die Zukunft des Betriebes steht seitens der Abnahme auf sicheren Beinen. Ganz wichtig ist deshalb für den Familienbetrieb die Ausbildung des fachlichen Nachwuchses und der Betrieb sucht nach jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung zum Bäcker, Konditor und Fachverkäufer eignen und interessieren. Seine Ausbildung zum Bäcker hat Jörg Konrad längst absolviert und ist nun auf Meisterkurs bei der Handwerkskammer Koblenz. Doch der Koblenzer Handwerker kann weitaus mehr als Brötchen backen und Teig kneten.
Als Rapper Konji hat er sich in der Szene einen Namen gemacht und verbringt seine freie Zeit im Studio. Schreibt Texte und ist auf den Bühnen der Region unterwegs. So auch bei der HWK Meisterfeier im Frühjahr 2015. Eine Veranstaltung, auf der die Idee für einen Clip geboren wurde, der seine Zeit als Meisterschüler und Ziele im Handwerk beschreibt. Eine Produktion, die zusammen mit der HWK umgesetzt wird. Die ersten Szenen sind bereits im Kasten und auf das Gesamtergebnis darf man sicherlich gespannt sein. Theorie und Praxis, abends in der Kammer und danach zur Nachtschicht. Fakt ist, das, was wir machen, ist Taktik. Die Jagd nach dem Glück, wenn's klappt, fantastisch. Von der Deregulierung bin ich keinesfalls begeistert. Wir sind Vorbild für Europa, ich sag ja zum Meister. Mit seinem Clip spricht er sich nicht nur für das Handwerk aus, sondern auch für die Inhalte der Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Koblenz, für die er in Teilzeit berufsbegleitend büffelt. Den praktischen Teil hat er bereits bestanden. Der theoretische soll nun folgen. Ein Schritt, der sich lohnt, nie wieder Mindestlohn. Dieses Büffel zahlt sich aus. Jo, Wissen ist Macht. Hier geht es nicht nur um Brötchen, sondern Physik, Chemie und Wissenschaft. Mitten in der Nacht, Schwitzen und kein Schlaf. Ab Mitternacht werden Wunder vollbracht. Extra mit Extras, extra Blatt.